So, gehen wir raus, der Gell. Stellen wir da her. Wunderbar. So, ja, freut mich sehr. Ja, könnt ihr es bitte mich auch filmen? Das kann ich nicht sein. Also, ich bin da immer in der Vizekanzler, ja, und nicht der Finanzminister die ganze Zeit. So, jetzt mag ich nicht mehr. Bin ich beleidigt, bin auch Mensch. So, ja, dann kümmert euch halt mal Finanzminister, machst du mal einen Termin. Ja? Wohin geht's? Ja, das weiß ich nicht. Schaust halt einfach hin, was wir hingeschickt hätten. Ja. Ja. Ah, da riecht's streng. Entschuldigung. Ja, na, schweißelt's. Das ist die Hölle, wo der Sportminister normalerweise hin muss. Und ich stehe hier vor dieser Kletterwand und da fällt mir gleich ein, die Preise. Die klettern nach oben ohne Ende und die Leute können sich die Kletterpreise nicht mehr lange leisten. Was tun wir, frage ich jetzt als Finanzminister, der ich bin. Da kann ich nur sagen, geht's der Wirtschaft gut, geht's uns alle gut. Wenn die Preise aufklettern, dann muss halt die Kundschaft mit aufklettern. Das heißt, man braucht eine beduchtere Kundschaft in der Hotellerie, in der Gastronomie. Das Motto ist, der Kunde muss wieder König sein. Ja. Ich habe die Kunde vernommen. Wir sind der König und die geht Kunde. Geht uns Affe. Das sind die Kletterpreise. Ja. Geht uns zu die Preise. Wir haben es geschafft. Das glaubt man. Das glaubt man keiner, dass das nicht von einer KI ist, das Foto. Das ist keine KI, das ist King. Künstliche Intelligenz. Next Generation. Und da ist die letzte Generation. Diese letzte Generation hat mir schon wieder die Straßen blockiert. Erst Kogler, wann ist denn endlich diese Klimaerwärmung? Mir ist nämlich scheiß kalt. Da ist ein Unterschied. Der Wetter und Klima sind was anderes. Wetter ist heute und Klima ist generell. Verstehst du das? Wetter und Klima ist was anderes. Ist mir wurscht. Und meinen Wählern ist das sowieso wurscht. Und übrigens, Kogler, deine Wähler, die laufen massenweise zur KPÖ über. Da sollte das damit was tun, oder? Was? Der KPÖ von uns? Das habe ich gar nicht gewusst, dass das auch so ist. Da müssen wir schauen, wie es ist bei der KPÖ. Und da werde ich einfach versuchen, einmal zu schauen, wie es ist bei der KPÖ. Was braucht man? Da braucht man eine Kappe. Setzen wir mal auf, eine Kappe. Und Öl. Ja, Öl habe ich mehr oder weniger permanent bei und in mir. So, jetzt schauen wir mal, wo der Schuh drücken könnte. Bei den Leuten. Drückt der Schuh wo? Ist eng. Eng, ja, da soll die Schuhbandel ein bisschen aufmachen. Finanziell habe ich gemeint, so, finanziell ist es eng. Das habe ich nicht gewusst. Finanziell hast du das gewusst, Sozialminister, dass es Leute gibt, die haben mehrere Arbeiten und dennoch geht es mit dem Geld nicht aus. Das habe ich schon gewusst, dass es Leute gibt, die zwei oder mehr Jobs haben und trotzdem nicht das Auslangen finden. Vielleicht sollten wir es machen wie die Kommunisten und vielleicht ein bisschen was von unserem Geld symbolmäßig wegspenden und das an die Bedürftigen. Ja, und der Sozialminister hat sich freiwillig gemeldet, dass er sein Jahresgehalt jetzt einer Person spendet, die was mehrere Arbeiten hat. Also bitte tatsächlich freiwillig melden, wenn ihr mehrere Arbeiten habt, bekommt ihr das Geld vom Sozialminister. Bin gespannt, wer sich mal dafür gell? Das ist eine total schöne Initiative, die es jetzt gibt für Leute, die Doppel- und Mehrfachjobs haben. Und ich bin immerhin Wirtschaftsminister und Arbeitsminister. Es ist wirklich schwer für mich. Aber er da oben hat es natürlich noch schwerer, eine Mehrfachbelastung. Und da kann ich mich gar nicht guten Gewissens bewerben um diesen Sozialfonds von den Grünen, weil er hat es wirklich schwer. Und ich glaube, du solltest das holen, bevor es wer anderer tut. Ich opfere mich. Maschek, vielen Dank, die Herren. Und jetzt ist Zeit für unsere Ehrengäste. Ja, das war er jetzt, der Maschek-Beitrag dieser Woche. Die einen sagen, das war super, die anderen schaß. So ist das halt. Wie beim Fußball, man kann es nicht allen recht machen. Aber Sie können abonnieren. Jede Woche gibt es dann ein neues Video. Glocke aktivieren, auch nie verkehrt. Kommentar da lassen, liken. Bis zur nächsten Woche.